Ach so, wir sind wegen Elex 2 hier. Hi, ich bin Erik. Ich spreche Fox, heißt er. Den getreuen Begleiter, einen der getreuen Begleiter des Helden. Nenn mich Fox, so wie alle anderen auch. Ich unterwischen? Wo denkst du hin? Ich bin der geborene Dieb, glaube ich. Ich habe mir heute bei den Aufnahmen immer so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen die Synchronstimme von John Cleese im Hinterkopf. Ich würde sagen, das war ein ganz enges Höschen, was? Und eigentlich auch immer dieses, das Rotzige aus dem Pott, was man bei Risen 1 so ein bisschen hat. Das war ja immer so ein bisschen, ne, so, ach. Ja, das würdest du gerne wissen, was? Aber ich denke, das behalte ich besser für mich. Gut, seid ihr bereit? Lass mich raten. Während du uns das Lager zeigst, kommen wir zufällig an ein paar Händlern vorbei, die ihren Schrott loswerden wollen. Ach ja, die Leute im Fort würden sich vermutlich wohler fühlen, wenn ich auf ewig ein Werker bleibe. Da hörst du's. Komm, treten wir den Rückzug an. Ah, der war wieder zu schnell? Da hörst du's. Komm, treten wir den Rückzug an. Ja, perfekt. So ist cool. So sehe ich aus, digitalisiert. Das ist mein gesamtes Gehirnvolumen auf einem Bildschirm. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nichts über das Spiel. Ich will mich auch gar nicht spoilern. Ich weiß jetzt schon mehr, als ich wissen wollen würde durch die Rolle. Wie ich es mir vorstelle, hoffentlich schön knackig. Also manchmal, ne? Da bist du so ein richtiger Arsch. Weißt du das? Du musst dir von Anfang an sicher sein, wie du die Rolle spielen willst. Wie hört sich der Charakter an, sowas. Du musst das vorher schon finden. Ich bin Krieger, der Berserker. Fast jedenfalls. Wir haben heute ungelogen, wir kamen echt gut durch mit den Aufnahmen. Das heißt, normal so wird viel gemeckert, so nein, mach das so. Wir sind aber gut durchgekommen, war also nicht so scheiße. Und wir haben, glaube ich, mindestens eine Stunde von den ganzen Aufnahmen nur durchgelacht. War gut. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, Chef. Ja, Chef, ich bin sofort wieder ernst, Chef. Hey, Hilfe! Er ruft nach Hilfe, wie weniger schreien. War echt witzig. Wir haben viel Scheiße gebaut, ein bisschen. Entschuldigen Sie! Entschuldigen Sie! Sie werden gesucht! Kraft meines Amtes! Hier sind meine Handfällen. Manchmal ist es auch so, das haben wir heute erstaunlicherweise nicht gemacht, dass du die ersten Sätze sprichst du ein. Und ich weiß nicht, professionelle Sprecher haben das, glaube ich, einfacher. Und die haben ja meistens auch ihre Stimme, die sie benutzen und kennen. Aber gerade bei Spielen ist es ja so, dass du einen anderen Charakter nochmal einsprichst. Und das kommt auch schon mal vor, dass man die ersten Sätze dann einfach wieder neu einspricht, weil man im Laufe der Aufnahme dann vielleicht seine Stimme gefunden hat, seine Rolle gefunden hat, seine Betonung, irgendwie sowas. Also das überlege ich mir meistens oder ich versuche das vorher schon zu überlegen. Diesmal wusste ich es nicht, weil ich wusste ja nicht, was für ein Charakter das ist. Das heißt, ich hatte jetzt, als ich in der Sprecherkabine stand, hatte ich dann Zeit, mir Gedanken zu machen, als ich es gelesen habe. Aber hat zum Glück gut geklappt. Synchronsprechen macht wahnsinnig Spaß. Also ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie ich da reingeschlittert bin. Auf jeden Fall durch die Reichweite, nicht durch mein Können. Wenn jetzt die Let's Plays zum Beispiel vorbei wären und alles so plötzlich, ne, dicht wäre, gibt es zwei Sachen, die ich gerne machen wollen würde. Ich würde gerne weiter programmieren. Ich würde das mit dem Synchronjob irgendwie weiter ausbauen. Das sind so die Sachen, das macht mir echt Spaß. Ich freue mich auch schon drauf, mir aufs Maul zu hauen im Spiel. Freue ich mich drauf. Und viele andere wahrscheinlich auch.